Hallöchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Henry, der so ziemlich unerfolgreichste Schwertkämpfer hier in dem ganzen Lager. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, heute zu versuchen, Andreas zu verkloppen, damit er uns das Dokument gibt. Und der Unhold steht auch schon direkt hier. Beim letzten Mal war das Spiel abgestürzt, deswegen musste ich jetzt gerade noch ein bisschen vorspielen. Wusste deswegen natürlich ganz genau, dass er hinter uns steht. Und wir geben es ihm heute, würde ich vorschlagen. Nice. Ah ja, sich um das Dokument duellieren. So, I'm here. You ready for that duel? Well now, you didn't change your mind. That's a surprise. So let's do it then. So, und wir sagen also, ja, so, ich bin hier, du bist hier. Wir schlagen uns jetzt um das Dokument, oder? Und er sagt, oh, du bist ja tatsächlich hier. Da bin ich aber überrascht. Na dann. Machen wir das jetzt? Auf jeden Fall. Wir haben kein eigenes Schwert. Unsere Rüstung ist scheiße. Wir müssen mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Unser Helm ist jetzt aber wieder brandneu, wenigstens. Dadurch, dass das Speer beim letzten Mal abgestürzt ist, hat er da nicht gespeichert an der Stelle. Beim Beenden, logischerweise. Und deswegen ist unser Helm wieder brandneu. Hatte das Ganze also auch etwas Looking for Gutes. more? Let's do it. Looking for more? Don't worry if you don't have arms. Looking for more? We'll lend you some. Ach, süße, und wir müssen uns gar keine Gedanken machen, denn wenn wir keine Rüstung haben, sollen wir uns keine Sorgen machen. Die Leute dort leihen uns welche. Und wir haben wieder unsere Fackel in der Hand, nur um sie dann wegzuschmeißen. Ich finde das so geil. So, wir holen hier mal aus. Ja, da waren wir zu dicht dran. Ah, falscher Knopf, verdammt. Ah! Er verprügelt uns ganz schön hier. Erstmal wieder ein bisschen zur Luft kommen. So, fort mit dir, Unhold. Ne, geh weg. Ja, da war unser Konter zu spät gesetzt. So, und jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit einer kleinen. Ach, da gehe ich immer zu dich dran. So, mit einer kleinen Finte wollte ich sagen. Probieren wir das. Ja, und da kontert er uns aus und wir können seinen Konter überhaupt nicht parieren. Eins, zwei und drei. Haha, nimm das so. Kurz Luft holen. Das dürfte ihm schon ein bisschen wehgetan haben. Ach, ich wollte parieren. Ah, irgendwie. Ja, irgendwie. Wie kann man denn so schlecht parieren, Henry? Ganz ehrlich. Ja, komm, nachsetzen. Ah, du es. Ah. Da hat er zum Glück daneben gehauen. Also das war nicht unser Verdienst, dass sein Konter da nicht getroffen hat. Ha, Finte, nimm das und den auch. Und den hier. Yeah. So, kurz durchatmen. Nach so einer Attacke-Serie ist die Ausdauer immer ganz schön unten. Ach, wir haben ihn besiegt. An der Stelle nochmal danke an Mr. Fusselig. Hey, stop dancing and start fighting! Ja, Jesus Christus, ich gebe zu, dass du gut bist. Hier hast du das Dokument, du hast es dir verdient. Ja, mach dich mal vom Acker hier, du Lappen. Danke nochmal an Mr. Fusselig, wollte ich sagen, dass er mich daran erinnert hat, dass man ja mit Finden relativ gut in den Kampf reinkommt. Das hatte ich beim letzten Mal ein bisschen vernachlässigt. Da hatte ich mich so ein bisschen auf das Kontern verlegt, was ja überhaupt nicht geklappt hat. Gerade eben hatte ich auch eine 30% Erfolgschance, glaube ich, beim Parieren und damit auch Kontern. So. Die Fackel nehmen wir mit. ja, wir haben das Dokument, denke ich. Ups, das war total falsch. Eigentlich wollte ich ins Inventar, um zu gucken, ob das Ding da auftaucht. Das Siegel. Es wird ja als Siegel geführt.
ist natürlich ein Dokument in Wirklichkeit. Aha, ein Brief für den Bürgermeister des Königs in Kuttenberg. Unverkäuflich. So, was sagt denn unser Questlog jetzt? Lalalalala. Ja. Wir haben ja also momentan keinen Auftrag mehr. Ich schätze, das da unten wird Ludmilla sein, gerade auf dem Weg nach Merhoyet. Da schauen wir mal. Hier lang am besten, ob wir sie abfangen können und ihr gleich die freudige Nachricht überbringen können, dass wir das Dokument geschnappt haben. Und dann, ich brauche unbedingt einen neuen Dietrich. Meine Dietriche habe ich mir abgebrochen, alle beide. Da gehen wir gleich mal zum Schmied. Und unterwegs suche ich immer noch diese Blumen, die manche Disteln aussprechen. Bei uns in der Gegend wird die Distel ausgesprochen. So, Ludmilla. Ludmilla erkennt man daran, dass sie so einen weißen Kopfwickel trägt. Ist sie das da hinten? Ja, das könnte sie direkt sein. Schauen wir mal. Könnte auch das Kräuterweib sein. Die tragen beide braun. Es ist Ludmilla. Am Kopftuch erkannt. Hallöchen, hallo, nicht ignorieren, bitte, ich hab dein Dokument, Ludmilla. Du bist doch Ludmilla, oder? Sag nicht, dass du nicht Ludmilla, ja, natürlich. Das ist Ludmilla, nicht hier, man sieht's, Sternchen hier. Wir haben ihr Dokument und sie möchte jetzt nicht mit uns reden. Also dieses Playthrough hier leider ein bisschen verbuggt. Bei Martin haben wir ja genau das gleiche Ding, ne? Martin, der Kumpel von Miroslav. Das heißt, ich ja kann hier keine Quests abschließen im Prinzip. Oh Gott, ist das schrecklich. Da werde ich einfach ein neues Playthrough anfangen müssen. Und dann vielleicht auch am Stück mal spielen müssen. Da muss ich dann natürlich sehen, wann ich Zeit dafür habe. In dem Playthrough beschäftigen wir uns dann vielleicht noch ein bisschen mit Schwertkampf. Ja, ich denke, es wird am besten sein, wenn wir hier mal die Schwertkämpfe ein bisschen durchmachen. Und dann werde ich irgendwie ein neues... Vielleicht können wir mit ihrem Mann darüber reden. Ist das ihr Mann? Ich weiß, die wohnen hier. Und nee, das ist nicht ihr Mann. Scheinbar. Hier ist er nicht. In der Speisekammer auch nicht. Da versteckt sich nur so ein kleiner Grafikfehler. Du, Ludmilla, sag mal, ich hab dein Dokument. Das war eben nur die Tür, ne? Die ich hier, ja. Ludmilla, ach, ich, ganz ehrlich, das geht mir jetzt ein bisschen auf die Nerven. Ja. Dass ich nicht mit ihr reden kann. Genauso wie mit Martin. Das finde ich nicht schön. So, wo ist denn ihr Mann? Vielleicht mit dem konnte ich ja reden. Das da könnte er sein. Ach, hier haben sie das Pferd versteckt. Eine Pferdefarm haben sie ja. Hey, ich hab hier was. Ja, warum das lange Gesicht? Okay. What happened? Oh, no, just the last Sunday, me and my wife. Das kennen wir ja schon. God. Yeah. What happened to him? They killed him. I'm sorry to hear. Don't be. Christ Almighty. So on top of. So, und jetzt sagen wir nochmal, ich suche nach Arbeit und dann verweist er uns ja an Ludmilla. I don't know. And where do I find? She must be around. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir mit Ludmilla reden können. Ich meine, Martin konnten wir dann auch ansprechen, aber nur halt bezüglich des Dokuments. Von daher rechne ich uns hier keine allzu guten Chancen aus. Aber wir probieren das einfach mal.
Ludmilla. Da sitzt sie beim Essen. Ja, wir können mit dir reden. Mal sehen, welche Option wir haben. Arbeit. Hm. I'm looking for a job. Do you need help with anything? Who are you? Henry. My father was the blacksmith in Skullitz. I'm Ludmilla. Listen, Henry, there's something I need, but you have to promise not to tell my husband, Johann. Okay, und jetzt, das Ding ist, ne, wir sagen, hey, ich suche nach einem Job, und sie tut dann so, als wenn sie uns noch nicht kennt. Also vielleicht, doch, na klar, ich hatte sie schon angesprochen. Wir hatten ja auch bei Andreas die Option, ihm zu sagen, dass wir in Ludmillas Auftrag unterwegs sind. Und sie sagt, ja, du, pass auf, ich brauche was, aber du darfst meinem Mann Johann nichts davon sagen. Ja, und hier, das ist auch ausgegraut, ne? Worum geht's denn? What's it about? You heard about the farm the Kumans torched? The one between Merhoyed and Samopesh? Yes, that one. They killed my brother-in-law, Pavel, there. Sorry to hear it. Don't be. He was a drunken scumbag who beat his wife. But he had an important paper on him that we need. Is this what you mean? My God, that's it! Where did you get it? Well... You know what? I don't care. I'll give you some money for it. What do you say? Certainly. Or a horse. Don't you want a horse? Ich habe doch schon ein Pferd. Also, das Ding ist, ne? Sie sagt, ja, du, mein Schwager, das Wort ist Schwager, das denke ich. Pavel, der ist zwar ein Arsch und so, aber er wurde halt auf der Farm, die da angezündet wurde, von den Kumanen getötet, und er hatte ein sehr wichtiges Dokument bei sich. Und dann sagen wir, ja, ist es vielleicht dieses hier? Und dann sagst du, wow, mein Gott, wo hast du das denn her? Hier, ist ja auch egal, ich gebe dir Geld dafür. Oder ein Pferd, willst du nicht ein Pferd haben? Und ja klar, wir nehmen das Pferd. Ich meine, wir haben zwar theoretisch eins, das wir rufen können, aber haben wir halt noch eins. A horse? That would come in handy. Excellent. If my husband asks, you paid me 300 Groschen. Well, all right. 300 Groschen. Also, wir sagen ja, ein Pferd, das wäre definitiv nützlich. Und dann sagt sie, ja gut, also wenn mein Mann fragt, du hast mir 300 Groschen für das Pferd bezahlt. Und dann sagen wir, ja gut, okay. Wegen diesem Dokument. So that document? You found it? Ja, und wir sagen, ja, wegen diesem Dokument. Und sie fragt, du hast es gefunden? Und wir sagen jetzt, ja klar, hier ist es. Here it is. By the grace of St. Joseph, thank you. You can thank me. St. Joseph had nothing to do with it. I know, sorry. Thank you, Henry. 1,000 thanks. You've no idea what a weight has fallen from my heart. Tell me, how can I repay you? Well, Groschen always come in handy. Good Lord, what a silly goose I am. Wouldn't you like a horse? There's an old stallion we didn't manage to sell. Ja, und dadurch, dass es halt verbuggt ist, ne, also wir die Quest quasi schon hatten, sagen wir jetzt, ja, hier ist das Dokument. Und sie sagt, ja, oh, Henry, danke. Nein, eigentlich sagt sie, heiliger Josef, dankeschön. Das nimmt mir ein riesiges, da fällt mir ein riesiger Stein vom Herzen. Und wir sagen, ja, ja, du musst ja nicht dem heiligen Josef danken, danke doch einfach uns. Und dann sagt sie, ach ja, natürlich, ja, danke, Henry, wie kann ich dir das nur vergessen, vergelten. Und wir sagen, ja, so ein bisschen Kleingeld kommt, ne, ist natürlich immer ganz nützlich. Und dann sagt sie, ja, ach, was bin ich für eine dumme Gans, natürlich, aber willst du nicht ein Pferd haben? Wir haben da noch einen alten Zuchttanks, den wir nicht verkaufen konnten. Wahrscheinlich haben die wirklich vor ihrem Umzug alle Pferde verkauft. Und wir haben ja eigentlich schon ein Pferd. Ich frage mich, was passiert, wenn wir hier nochmal Pferd sagen. Bekommen wir dann zwei Pferde oder... Ach, wir sagen einfach mal Geld. Wir haben ja eben schon Pferd gesagt. A horse? I don't think so. I reckon I could use that money more. Sure, I understand. Here you are. Enjoy it in good health. Und wir sagen, ja, ein Pferd, nö, ich glaube, ich brauche das Geld dringender. Und dann sagt sie, ja, sicher, hier, verstehe ich vollkommen. Genieße das in voller Gesundheit, und man bekommt dann 100 Groschen. Und das Pferd ist 300 Groschen angeblich wert. Von daher wäre das Pferd eigentlich der bessere Deal. Ups, da gucken wir mal ganz kurz ins Inventar, und schon ist sie 2 Meter weiter. So, und wir reden jetzt mal mit ihrem Mann.
Und ich vermute nämlich, dass das unsere Belohnung, das Pferd da hinten ist. Und ich meine, wir haben ja das Pferd als Belohnung auch einmal angenommen. Können wir das Ding jetzt? Wir können das Ding jetzt nicht. Dann reden wir mal mit dem Mann bezüglich des Pferdes. Ach ja, genau. Ich bin hier, um mein Pferd abzuholen. Take it easy, friend. I'm coming to get a horse. Get, like, buy, you mean? I already bought him. I gave Ludmilla 300 groschen, and she said I should pick the horse up here. Aha, that's another matter. He's ready for you here, fed and groomed. Does he have a name? Well, I call him Louis. Not that he answers to it exactly. Louis? Come on then, Louis. Ja, und wir sagen, hey, bleib ganz ruhig. Ich bin hier, um mein Pferd abzuholen. Und er sagt, abholen? Du meinst so, wie du möchtest eins kaufen. Und wir lügen ihn dann natürlich knallhart an und sagen, ja, ich habe das Pferd schon bei Ludmilla bezahlt, habe ihr 300 Groschen dafür gegeben. Und sie hat gesagt, ich soll es einfach hier abholen. Und dann sagt er, ja, gut, da drüben steht ein Pferd, fertig gefüttert und gestriegelt. Und wir fragen dann, jo, wie heißt das Pferd denn? Hat das einen Namen? Er sagt, ja, ich nenne es Louis. Also nicht, dass besonders drauf reagieren würde, aber und wir sagen dann, ja, Louis, Louis hört sich super an. Louis, unser Pferdchen, Louis. So, einmal aufsteigen, so. Ah, hier, nee. Ja, ab und zu komme ich hier tatsächlich mit der Steuerung durcheinander. Nebenbei läuft ja auch noch Witcher 3 hier auf dem Kanal. Und da ist die Steuerung quasi genau vertauscht. Also was hier oben bei den Tasten ist, ist da unten und links rechts auch vertauscht und so. Deswegen drücke ich hier ab und zu echt mal auf den falschen Knopf. Ich stehe dann hier dumm ein bisschen vor dem Pferd rum und mache nichts. Kann man die Kiste hier eigentlich auch knacken? Naja, scheinbar nicht. Ich wollte noch mal gucken, ob wir noch mit Ludmilla reden können, irgendwas. So, ansonsten, wir haben ein Pferd. Ich werde auch noch mal versuchen. Nee, was passiert denn eigentlich? Das kann ich ja direkt mal ausprobieren. Was? Warum kann ich hier nicht weg von dem Pferd? Ach, jetzt, danke. Okay, wenn wir pfeifen, reagiert jetzt also Louis. Wir hatten ja vorher auch schon ein Pferd, wo ich gar nicht weiß, wo wir das her hatten. Das war dann vielleicht auch tatsächlich ein Bug. Ich habe keine Ahnung. Aber gut zu sehen, dass man sich im Spiel das Pferd tatsächlich verdienen muss dann. Die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Ich finde den Teich hier super schön, muss ich sagen. So, dann geben wir mal ein bisschen Gas hier. Ja, und das Pferd springt da teilweise etwas durch die Gegend. Ändert öfter mal schlagartig die Richtung. Und ich vermute, das hängt einfach damit zusammen, dass eigentlich die Funktion implementiert ist. Ja, hier, der Bauzaun. Da gibt es auch eine Menge von diesen Goodies hier. Toilettenhäuschen und sowas. Hier Baustellenschilder stehen überall rum. Vielleicht mache ich nochmal eine Folge, wo ich dir einfach nur den Zaun abreite und alle Baustellenschilder und so weiter. Oh, hier Pferdecrash. Ich versuche das mal zu forcieren jetzt einfach. Ja, funktioniert. wir sind tot. Mal sehen, was jetzt passiert. Das hatte ich auch noch nicht. Beim letzten Mal habe ich knapp überlebt. Ich habe das auch irgendwo auf Video. Ja, und jetzt lädt er unheimlich lange. Und die Zeit nutze ich, um hier auf die Uhr zu schauen und stelle fest, die Folge ist eigentlich vorbei. Ah, jetzt passiert was. Ja, wenn ich jetzt auf Continue drücke, dann kommen wir hier zu unserem letzten Spielstand.
vor dem Kampf mit Andreas raus. Ach, wahrscheinlich muss ich jetzt auch noch mal mit Andreas quatschen und so weiter und so fort. Ja gut. Ja schade, der Pferdecrash hat nicht so gut funktioniert wie beim letzten Mal. Da habe ich, wie gesagt, ganz knapp überlebt. Aber jetzt habt ihr auch mal gesehen, was passiert bei einem echten Pferdecrash. Ne? Sowas kann sehr schnell tödlich enden, obwohl wir ja einen Helm getragen haben eigentlich. Ja, beim nächsten Mal muss ich mal gucken, womit wir weitermachen. Wahrscheinlich werden wir uns Dietrich vom Schmied holen, hier ein paar Kisten knacken irgendwie. Ich werde es hier einfach im Off nochmal spielen bis an die Stelle. Gar kein Thema. Ja, Kisten knacken und so weiter und so fort. Hier noch ein paar Schwertkämpfe machen. Wir haben ja noch den mittleren und den schweren Gegner, die wir irgendwie besiegen müssen. Heute hat der Kampf ja erschreckend gut geklappt. Mal sehen, ob sich das Glück dann fortsetzt. Und beim Bogenschießen, da können wir auch noch was reißen, sobald ich verstanden habe, wie dieser Wettkampf genau funktioniert. Auf jeden Fall wünsche ich euch bis zum nächsten Mal noch einen wunderschönen Tag, Jungs und Mädels. Macht's gut und bis dann. Ciao.